Gut, okay, also das mit der Masse an Rennen kommt jetzt doch wieder. Also Gran Turismo macht da dem Namen aller Ehren mit, keine Ahnung, Ewigkeitsspiel oder keine Ahnung, wie viele Stunden brauchst du, um es durchzuspielen? 80, 90 Stunden, was weiß ich. So, Missionsrennen sind jetzt verfügbar. Boah, puh, wie machen wir es jetzt? Machen wir den Clubman Cup jetzt noch. Und dann machen wir die Missionsrennen. In Missionsrennen können Sie alle möglichen aufregenden Rennsituationen erleben. Geben Sie alles, dann werden Sie Ihre fahrerischen Fähigkeiten auf jeden Fall verbessern. Das sind aber wahrscheinlich so, keine Ahnung, du startest seit 12. und musst Erster werden am Ende. Das kann ich mir zumindest persönlich darunter vorstellen. So, was haben wir denn hier? Da können wir mit unserem Auto nicht antreten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder können wir das? Ach ne, 500. Ach so, okay. Ja, dann können wir das doch direkt auch nochmal machen, ne? Ja, dann Clubman Cup. Wir kommen. Weil der jetzt stand irgendwas mit 400 Leistungspunkten. Weil ich bin nämlich eigentlich drüber. Und sie sagen ja unter 500. Finde ich auch irgendwie ein bisschen unlogisch. Dann schreibe ich da Clubman Cup 500 Leistungspunkte. Aber gut. So. Ein 120D haben wir dabei, BMW. Ja, sonst so, boah, ich weiß nicht. Sind wir da jetzt etwas überpowered mit unserem Clio? Könnte durch das sein. In Silverstone 28 Grad, Alter, gibt's das? Sorry, aber die Engländer da drüben haben immer das Klischee, dass es die ganze Zeit regnet und graues Wetter ist. Da kann ich mir Sonnengrad, ja genau. Sonnenschein und 28 Grad nicht vorstellen. Aber gut. Soll ja jetzt auch nicht wirklich unser Thema sein. Unser Thema ist jetzt Rennen zu gewinnen. So, ja, Alter. Ihr seht das hier. Was ist das? Ist das ein Minivan oder was hier vor uns? Meine Fresse. Na gut, ja, obwohl die ersten, die ziehen da schon noch ganz ordentlich. Boah, okay. Die, Alter, okay. Okay, ich habe gedacht, wir kommen jetzt in die Asses rein. War aber nicht so, deswegen bin ich dem so in die Karre gefahren. Wie sieht es eigentlich schadensmodelltechnisch aus? Ja, okay, man hat da nur so ein paar Schrammen. Jetzt kann ich ja sagen, warum das so ist, weil die Autohersteller nicht wollen, dass ihre Karren kaputt gehen. Das ist wirklich so. Ich habe das anfangs auch nicht geglaubt. Aber anscheinend ist das wirklich so, dass die Autohersteller ihre Lizenzen geben, aber sagen, aber Leute, wegen Schadensmodell oder so. Wir wollen das nicht so. Wie das Grid 2 geschafft hat, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall wieder zwei Runden Zeit. Also ich denke, jetzt kriegen wir hier den Cut rein. Oder ich schätze mal, das ist jetzt, ja, ist die alte Start- und Zielgerade hier. Haben wir jetzt noch eine Runde Zeit, den vor uns zu holen. Die sollte relativ schnell hier gehen, die Kurve. Ja, geht's ja auch. So, im Windschatten ransaugen. Mit Überschuss sind wir sowieso rausgekommen. Soll jetzt dran denken, dass wir. Boah, Alter, der war knapp jetzt. Hier in die Eisen gehen müssen. Boah, der geht weit raus. Aber hat gepasst noch soweit. Wie gesagt, der schiebt halt richtig ordentlich über die Vorderachse. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich in diesem Auto habe. Auch von der Speed her, der geht relativ gut. Also wirklich relativ gut. Also da kann man sich echt nicht beklagen mit der Speed. Auch so von der Kurvenspeed ist er eigentlich vollkommen in Ordnung. Und der Rest macht halt einfach wirklich das fahrerische Können. Ihr seht es hier, wie weit ich jetzt schon wieder vorne bin. Das ist dann eher schon fast eine Herausforderung, alles in einer Runde zu schaffen. Aber so ist das natürlich für den Mystique Racer gar kein Problem. Wieder so mit 6 Sekunden, schätze ich jetzt mal. Ah, 5,6. Gar nicht mal so schlecht geschätzt. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder Ash in unsere Tasche. 6600 Credits waren es, glaube ich. Ah, 500. Haben jetzt auf jeden Fall die 70.000 Credits auch gesprengt, die Marke. Ja, wir steuern stark auf die ersten 100.000 Credits hier in GT6 zu. Taugt mir.
Da können wir uns halt auch noch schon fast eine erste richtig geile Karre leisten. Obwohl das hier noch gar nicht vonnöten ist. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut. Circuito di Roma. In Rom, 2 Runden Stadtkurs. Habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Nee, habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil ich glaube, da bin ich auch mit meinem letzten Part Gran Turismo 5 gefahren, ne? Lamborghini oder so, da war glaube ich irgendwas. Da gab es die Gallardo Challenge auf der Strecke. Ich glaube, das war hier. Aber ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, dass es mein letzter Part war, den ich hochgeladen habe. Aber es war einer der letzten auf jeden Fall. Credits können wir hier wieder 6.860 verdienen, wenn wir natürlich Gold holen. Was ich jetzt aber mal voraussetze. Wie gesagt, den Anspruch habe ich halt immer. So, in Rom 29 Grad und Sonnenschein, das kann ich mir bei um 16.30 Uhr schon eher vorstellen. Das kann ich mir wirklich schon eher vorstellen. Das Kolosseum, da hinten im Hintergrund haben sie besser hingekriegt als in Gran Turismo 5. Das ist mir jetzt gerade mal nur so aufgefallen. Oder finde ich zumindest persönlich, haben sie besser hingebracht. Ja, ihr seht schon, allein wenn ihr es jetzt auf der Karte seht, wie ich jetzt hier an den Rand komme, auf der Geraden. Was ist das? Das ist... Ach, das ist wieder der Mito, der Alpha. So. So, ich will hier innen noch durch, jawohl. Ich glaube, das ist einer der wenigen Überholmanöver, die ich jetzt innen gesetzt habe. So, hier kann man sich nämlich weit raustreiben lassen. Das machen die meisten Computergegner nur nie. So, da habe ich mich jetzt ein bisschen beeinflussen lassen von dem Herrn hier vor uns. So, ich kann aber einfach viel früher aufs Gas gehen mit dem Ding. Ah, aber jetzt... Ah, ne, jetzt ziehe ich ihn weg. Jetzt ziehe ich ihn weg. So, ab 120 km/h geht der Clio wirklich wie eine 1. Wollte erst sagen, wie eine Bombe, aber... So, hier schiebt er gut, aber perfekt genommen, die Kurve. So, Mini Cooper S haben wir vor uns. Ah, hier wollte ich jetzt eigentlich kurz bremsen, hätte es aber nicht gebraucht. So, hier brauchen wir jetzt gleich die Bremse. So, ja, weil die Kurve ist weiterhin genauso spitz wie in Gran Turismo 5 auch. Oder was heißt so spitz? So spitz ist die eigentlich gar nicht, aber sie ist halt ein bisschen tricky, finde ich, weil du in so einer halben Kurve anbremsen musst. So, jetzt haben wir wieder eine ganze Runde Zeit. Irgendwie immer zum Rundenwechsel sind wir Zweiter. Weil der auch meistens schon echt einen relativ ordentlichen Vorsprung hat. Aber wir ja, driften uns hier so im Halben auf jeden Fall schön außen vorbei. Und da haben wir dem gerade wirklich so viel Zeit abgeknöpft, obwohl wir die viel weitere Linie gefahren sind. Wie gesagt, ich fahre hier auch gerne die weitere Linie. So, jetzt hier nur noch sicher fahren. Ich würde jetzt mal fast sagen, das war hier perfekt gefahren, gerade die Kurve, auch der perfekte Anbremspunkt. Also das ist dann, ich finde es schon recht faszinierend, wie man dann wirklich ein Gefühl für Auto und Strecke dann entwickelt. Da kann man wirklich echt gut die Bremspunkte und alles abschätzen. Hier auch, ich finde es dann perfekt gefahren. So. Du kommst gerade so an die Curbs, hast perfekt gebremst. So. So, ja, der wird jetzt hier ein bisschen tricky. Da kam mir auch gerade ein bisschen zickig um die Ohren. So, hier auch ein bisschen zu weit. Die letzten Kurvenkombinationen waren jetzt nicht perfekt von mir. So, ich wollte jetzt auch gerade mal testen, ob hier jetzt mein Schaltknopf hier geht. Aber der geht auch. Also das heißt, ich habe hier wieder mit meinem Logitech G25 Lenkrad die komplette Unterstützung von Gran Turismo 6, also läuft alles perfekt, nicht so wie in Forza, wo du nur ein Lenkrad hast. Ja, und hier haben wir jetzt knappe 7,6 Sekunden Vorsprung auf den zweiten gehabt. Gut, das ist auch dann letzten Endes zu der Erfahrung schon auf der Strecke zurückzuführen, weil wenn man schon weiß, wie genau die Strecke funktioniert, die Straße runter und zurück, Trophäe verdient. So, knapp 80.000 Credits haben wir jetzt. Wieder 3 Sterne verdient. Ja, nee, weil ich will jetzt nochmal gerade meinen Gedankengang fortführen. Also wenn man halt schon die Strecke vom Layout her kennt und man weiß so ungefähr, wie man bremsen muss, wie scharf die Kurven sind,
Ja, dann hat man natürlich schon einen immensen Vorteil, als wenn man die Strecke zum ersten Mal fährt. So, da haben wir jetzt nochmal den kompletten Autumn Ring. 7000 Credits kriegen wir hier. Wieder auf zwei Runden. Und dann machen wir mal dieses Missionsrennen. Da bin ich schon gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe da sowas im Kopf wie überholen und so. Oder es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie wieder so ein Kart fährst oder in so einem NASCAR oder so. Kann natürlich auch sein. Sowas wie, wie hieß das in Gran Turismo 5 nochmal? Spezialveranstaltung, glaube ich, ne? Ja. Saisonveranstaltung war die, die dann nachher kam. Als man dann gemerkt hat, ach, ups, unser Spiel ist doch ein bisschen zu klein. Lass nochmal noch was Neues als Update bringen. So, ich habe jetzt erst gedacht, da vorne fährt jetzt wirklich ein Porsche Boxster mit uns. Aber das ist nur dieser Toyota. Boah, ja, da kam ich jetzt leicht quer. Gut, diese Kurven sind jetzt natürlich Gift mit so einem giftigen Fronttriebler, der so gerne über die Vorderachse schiebt. Boah, da musste ich jetzt richtig stark ausweichen. Boah, ja, der schiebt hier richtig ordentlich. Gut, dann sind dann so Kurvenkombinationen, das gebe ich zu, die sind dann wirklich Gift eigentlich. Ja, aber der erste macht mir gerade ein bisschen Angst, der ist schon relativ weit weg. Kommt der etwa hier besser durch als wir? Ich würde das schon fast behaupten. Ah ne, wir haben ihn ja schon gerade da um die Ecke flitzen sehen, also so weit weg ist der gar nicht. So. Wie gesagt, ich masturbiere hier ein bisschen meine Reifen. Bitte was? Nee, ich malträtiere sie natürlich nur. So. So ein Renault Turbo, der ist auch geil, aber gegen die neuere Variante im Clio keine Chance. So, zu zweit hier durch die Kurve, das geht nicht gut. Er steckt zum Glück zurück, weil ich hätte ihn jetzt hier komplett abgeräumt. Ah, ich schaff's nicht, in der ersten Runde schon immer den ersten zu überholen. Ich schaff das einfach nicht. Ich pack das einfach nicht. Boah, der könnte zu spät gewesen sein. Ja, war es auch. Aber hier einfach im Rausbeschleunigen bin ich einfach schon wieder so krass, dass ich den ganz einfach ausbeschleunigen kann. Ja, okay, gut, wenn man diese Kurven hier auch besser anfahren kann, dann geht die auch mit dem Clio hier relativ gut. Ich musste die ja eben durchs Überholen ein bisschen kompliziert anfahren. Aber so ging die eigentlich wirklich gerade recht gut. So, ja, das sind die Strecke sind wir ja auch schon mal gefahren, auch hier in Gran Turismo 6. Weiß ich noch ganz genau mit unserem Honda Fit RS. Na gut, die geht voll. So. Ja, ich, wie gesagt, ich mag diesen Video. Ich mag generell hier so Rennsemmeln. Da stehe ich voll drauf. Ja, da stehe ich voll drauf. So kleine Autos mit viel Power drin. So. Allerdings jetzt nicht übertrieben viel. Ich will jetzt nicht so in so einem Audi A1 so 500 PS wie von MTM zum Beispiel. Das wird mir dann schon wieder nicht mehr taugen. Aber so um die 200 PS in so einem Kleinwagen, das hat schon was. Weil 500 PS, das bringt ja auch selbst der Audi A1 von MTM nicht auf die Straße. Das ist halt wirklich, wie die ganze Zeit das ESP und alles eingreift. Und das finde ich halt nicht so geil. Da habe ich lieber 300 PS weniger und ich weiß, das Ding bringt die Leistung auf die Straße. Ja, 8,7 Sekunden jetzt hier, also. Der Vorsprung wird immer größer. Aber gut, ich weiß nicht, ob wir halt mit dem Alfa Mito genauso hier wären. Oder genauso souverän, das weiß ich eben nicht. So, aber jetzt 3 Sterne wieder verdient. Den Clubman Cup haben wir jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Und wir werden jetzt in die Missionsrennen gehen. Wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt, was das jetzt oder was da auf uns wartet.